Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen, heute mal wieder zu Masters of the Universe und zwar Smith Toys, was es aktuell da so gibt. Ich habe mal reingeschaut und was mir aufgefallen ist, 53 Produkte, das ist irgendwie Frust statt Lust irgendwie. Wenn man so klickt, irgendwie die meisten Sachen klickt man an, nicht auf Lager, nur Filiale etc. Sachen drin, die schon seit Jahren ausverkauft sind. Es ist frustrierend. Aber ein paar Angebote habe ich gefunden, würde ich mal sagen, was gute Figuren sind. Fangen wir mal an mit Splinter von den Turtles. Also der sieht ein bisschen aus wie King Grayskull gemacht. 32,99. Gefällt mir absolut nicht. Viel zu teuer finde ich den. Jetzt geht's weiter mit Zodek für 19,99 €. Eine mega coole Figur, würde ich gerne mal haben. Ich habe den einmal lose. Reicht mir ehrlich gesagt zur Zeit, wenn er mal irgendein Angebot ist bei Toymi oder bei Alternate für 12,99 € mit Porto. Und dann kaufen zweiten noch, aber einer reicht mir. Dann Prinz Adam und Quinger, 37,99 €, zu teuer. Collector, viel zu teuer und hässlich. Movie Skeletor ist 14,99 €, ausverkauft, aber eine grottig schlechte Figur. Der Film war grauenhaft schlecht gewesen. Ich mag den Film absolut nicht, obwohl ich Masters-Fan bin. Geschmackssache. Ich habe Dings gut gefunden, das war Dings gewesen, die von Friends, die mitgespielt hat. Die war süß gewesen, der Rest war nicht so toll gewesen. Dann natürlich noch ein Webstore, Filmation, grauenhafte Figur. Eine Filmation Tila, 12,99 €, der Preis ist okay. Aber ich persönlich finde die Figur einfach grauenhaft. Also irgendwie, die hat die Ausstrahlung einer Bibliothekare mit Brille irgendwie. Total langweilig, spießig und uninteressant. Die 2000 XT, die war cool, lustig, pfiffig. Lustig, also wie gesagt, unterhaltsam, und die ist so eine Spießtante, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht, die Figur brauche ich nicht. Orko 21,99 € habe ich hier stehen. Schöne Figur habe ich einmal, also der Preis ist okay, war ja selten gewesen. Eine sehr schöne Figur, einer der besten Orkos, die rausgekommen ist. Gefällt mir super, die Figur, einfach nur top, die Figur. Super Angebot, ist sogar lieferbar. Dann so ein komischer Replitat, Schlangenmensch brauche ich nicht. Das sieht komisch aus, ich meine so ein Körper und dann grünen Kopf. Die Figur war cool gewesen mit dem grünen Körper. So sieht die komisch, ein bisschen sehr komisch aus, die Figur. Ein Merman mit sehr großen Händen gefällt mir auch nicht so. Das Transparent finde ich cool, aber so nicht so mein Fall. Skeletor als Leuchtding baue ich auch nicht. Ein Casey Jones. Ich habe Casey Jones in jedem Film gehasst. Der war bei den Turtles-Serie grauenhaft, bei den Realfilmen grauenhaft. Ich glaube, keiner mag Casey Jones. Der ist nur schrecklich grottig langweilig. Leech 24,90 € sogar lieferbar, aber ich warte darauf, bis das bei Alternate für 15,99 € inklusive Versand rauskommen sollte. Ein Leonardo sieht komisch aus mit blonden Haaren, das ist so peinlich, diese Figur, weiß ich nicht. Hordak Schrank, auch nicht so toll gewesen von dem Masterverse. Ein, wie heißt das Ding nochmal, dieser komische Turtle da auf Faker gemacht, auch grauenhaft. Evelyn gefällt mir auch nicht, die Filmation Evelyn. Cyclone 19,90 € Ausverkauf brauche ich auch nicht. Vielleicht 15,99 € bei Alternate. Tellenfighter habe ich jetzt. Einen losen, einen Mock, reicht mir auch. 12,99 € natürlich nicht lieferbar, nur Filiale. Skeletor Filmation 15,99 € brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Gefällt mir auch nicht. Der Running Gag bei Smith Toys, ein Mossman. Reduziert von 34,90 € auf 29,90 € nicht lieferbar. Was soll die Reduzierung eh nicht lieferbar ist? Das ist schwachsinnig. Ein Filmation, Masterverse, Grisclaw, grauenhaft. Two Beds, warte ich auf gutes Angebot bei Alternate. Keldor finde ich ganz interessant, habe ich schon, Alternate gekauft. Mini-Comic-Trap-Show habe ich schon, einen einzigen habe ich davon, den zweiten brauche ich nicht, 9,90 €, ausverkauft im Shop natürlich, weil die im Filiale noch da, aber so generell nicht lieferbar, sollten die echt trennbar, Sniff Toys. Was ist bestellbar und was ist Filiale? Zwei verschiedene Bereiche, ist man als Kunde, als Sucher nicht frustriert. Clamshem, Schrottfigur brauche ich auch nicht. Ein Mega Masters of the Universe Grayskull finde ich auch nicht so toll. Ich finde Lego zum Bauen super interessant, mega auch, macht Spaß bauen, aber optisch hinzustellen eine Katastrophe finde ich, das sieht grauenhaft aus. Ein Man E-Face ist 10 €, Masterverse lieferbar, na klar. Ein Snake Topa ist nicht lieferbar, trotzdem langweilig. Ein Man at Arms Serpent 7 €, nicht bestellbar natürlich. Ein, was ist nochmal, diese Eternia Guard mit Snake Man, braucht man auch nicht unbedingt, 9,90 € auch nicht lieferbar. Speaker 15,90 € lieferbar, ist frustrierend. Squeech und Skeletor nicht lieferbar, 20 €. Masterverse Merman 9,99 € lieferbar. Duplo von Duplus Hanuta, also Duplico war ein Scherz. 16,90 € lieferbar, finde ich auch grottig, die Figur. Ist ja da der hellhäutige Quote erfüllt worden da von den Sunmen. Masterverse Sorcerer Stealer, grauenhaft, braucht man nicht, ist nicht lieferbar.
Merman ist nicht lieferbar, der war cool, gibt 15,90 €. Ninja auch nicht mehr lieferbar, auch cool. Webster auch nicht lieferbar, auch cool. He-Man, weiß ja nochmal, das war der Battle Armor He-Man, Masterverse ist da lieferbar, guck mal kurz nach. Nicht lieferbar, aber ich habe den, der ist cool. Aus das Gesicht, das Licht ist so eine Bratpfanne, kann man sagen. Mechaneck ist der auch nicht lieferbar. 19,90 €, guter Preis. Ich habe noch Video gesehen bei Alternet. Frustration, nicht lieferbar. Also ich klicke gar nicht mehr an, das ist echt frustrierend. Mein Handy ist so langsam, mein Handy, das ist echt nicht mehr schön. Sehr langsames Handy. Okay. Triclops 14,90 €, nicht lieferbar. Masterverse, nicht lieferbar. Orko und Gwildor, auch nicht lieferbar. Ich klicke jetzt nicht an, aber nee, finde ich so schön für den Preis. Für 20 €, okay, 29,90 € zu viel. Ein Mossman, 24,90 €, Turtles brauche ich nicht. Ein Turtles Trapshot, der sieht aus wie ein Ei, da sag ich irgendwie Calimero zu, der ist auch grauenhaft, 19,90 €. Die schreckliche Evelyn von dem Film, die war auch grauenhaft, die Figur, schrecklich. Filmation mit Arms, wer gemacht, kann den haben. Shiga ist leider ausverkauft, fehlt mir noch, habe ich noch nicht. Was geht's weiter? Samurai mit Arms, ich fand die Samurai von den... Ich überlege gerade, was gewesen ist von den 2000X, war ganz okay, der ist grauenhaft, dann eine, ist das jetzt, guck, ist das Tila, was ist die, wie heißt die nochmal, April, eine Turtles und Grayskull Tila-Figur, sieht auch komisch aus, die Figur, also Turtles sind komisch, Turtles sind cool, aber nicht am Masters, war ich stehen geblieben, ja, gleich bin ich durch, eine Tila, Merman nochmal, ein Thunder Punch He-Man, auch nicht so toll, Gesicht ist grauenhaft und so ein Snake-Man. Ich würde sagen, Angebote bei Smith Toys Kurzfassung jetzt ist Orko für 21,99 € und dazu noch Zolek für 19,90 €. Das sind so die Schnäppchen, die haben, die bestellbar sind. Die anderen sind ja nicht bestellbar, leider, wie gesagt. Dann sage ich mal noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, bis bald. Ciao.